Also, Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Friedrichswerdersche Kirche ist einer der bedeutendsten Bauten und der letzte erhaltene Innenraum von Karl Friedrich Schinkel in Berlin. Besser gesagt, meine Damen und Herren, darf ich mal ganz kurz bitten, wenn Sie Gespräche führen, machen Sie das bitte draußen oder gehen Sie geräuschlos raus. Jetzt hat die Rednerin das Wort. Bitte sehr, Frau Lomscher. Ja, vielleicht ist es ja von Interesse, weil ich muss mich korrigieren. Besser gesagt, sie war der letzte erhaltene Innenraum. Das Betreten ist seit Jahren verboten. Ein raumhohes Gerüst verstellt den Raum komplett. Ob und wann es jemals entfernt werden kann oder durch ein Stützkorsett ersetzt werden muss, kann derzeit niemand sagen. Selbst ein Totalverlust ist nicht ausgeschlossen. Die Schäden sind, und das ist sicher, bereits jetzt nicht mehr reparabel. Und erst vor kurzem sind neue Risse entstanden. Sie betreffen den Gewölbebereich des Langhauses und sie sind mehr als Haarrisse. Gestern im Ausschuss versuchte der Senat zu beschwichtigen, die Alarmwerte seien bei weitem nicht erreicht. Aber wann schrillen die Alarmglocken überhaupt? Beim Einsturz? Die zweite Baugrube, nun im östlichen Bereich, wird bald ausgehoben. Wieder bis zu 15 Meter tief für mehrgeschossige Tiefgaragen. Es ist eigentlich unglaublich. Der Senat versichert, es werde alles unternommen, um das Bauwerk zu sichern. Doch weder die alten noch und schon gar nicht die neuen Schäden hätten so überhaupt entstehen dürfen. Der Umgang der Berliner Behörden und der privaten Bauherren mit diesem herausragenden Bauwerk ist schlicht skandalös. Es ist, wie es Pfarrer Stefan Frielinghaus nennt, eine Zerstörung mit Ansage. Und Nikolaus Bernau konstatierte in der Berliner Zeitung resigniert, das Desaster überrasche uns so ganz und gar nicht. Man müsse fast auf den Einsturz hoffen, damit wie seinerzeit in Köln endlich umgedacht wird. In unserem Antrag fordern Sie mal kurz unterbrechen. Ich sehe, dass da Handys verwendet werden. Das Telefonieren ist im Saal untersagt, bitte. Seien Sie so freundlich und telefonieren Sie draußen. Wir sind hier ein Parlament und kein Callcenter. Naja, so, rufen, wenn Sie die Bauaufsicht anrufen und einen Baustopp erwirken, dann wäre das in meinem Sinne. In unserem Antrag forderten wir den Senat vor Monaten auf, unverzüglich gemeinsam mit dem Bezirksamt Mitte alles zu unternehmen, um eine weitere Schädigung der Kirche durch laufende bzw. geplante Baumaßnahmen in deren unmittelbarer Umgebung zu verhindern. Dem Bezirksamt Mitte soll der Senat jede Unterstützung gewähren, die geeignet ist, sicherzustellen, dass die Bauausführung nur zugelassen wird, wenn eine weitere Schädigung der Kirche ausgeschlossen ist. Und es ist sicherzustellen, dass die Verursacher der Schäden nicht nur für die Kosten der Beseitigung in vollem Umfang aufkommen, sondern die Schäden auch möglichst kurzfristig beseitigt werden. Das ist doch wohl nicht zu viel verlangt, dem kann man doch zustimmen. Zu behaupten, dafür gäbe es kein Erfordernis und keine rechtliche Handhabe, ist schlicht verantwortungslos. In der Beantwortung einer schriftlichen Anfrage meiner Kollegin Antje Kappig vom Dezember heißt es, es kann grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden, dass durch das Bauvorhaben auf dem Nachbargrundstück der Kirche weitere Schäden an der Kirche entstehen können. Und das ist ja nun so eingetreten. Es ist zwar richtig, das Abgeordnetenhaus hat den Bebauungsplan seinerzeit beschlossen, aber eben nicht um den Preis der Beschädigung eines herausragenden Baudenkmals. Ein Baurecht berechtigt übrigens nicht zur Zerstörung der Nachbargebäude. Wir müssen feststellen, der Bezirk ist der Beobachter des Geschehens und der Senat derjenige, der beschwichtigt. Niemand greift ein und stoppt die Baumaßnahme, obwohl nicht nur gegen den Denkmalschutz, sondern auch gegen die Bauordnung grob verstoßen wird. Die beiden Gebäude hätten spätestens mit der Befürchtung der drohenden und dem Wissen um eingetretene Schäden umgeplant werden müssen, zum Beispiel durch Verzicht auf die Entwicklung der Gebäude in die Tiefe. Aus dem Bauprojekt, das westlich an die Kirche angrenzt, hätten Konsequenzen für den östlich angrenzenden Bau gezogen werden müssen. Es kann nicht sein, dass es nur noch darum gehen soll, die Schäden dem jeweiligen Investor links oder rechts der Kirche zuzuordnen, sie in Euro zu messen und anteilig in Rechnung zu stellen. Herr Regierender Bürgermeister, der zwar nicht da ist, aber der Bausenator ist da, sorgen Sie dafür, dass der Architekturkritiker Dankwart Guratsch nicht recht behält, der die größte Baubehörde Deutschlands angesichts des Skandals um die Friedrichswerdersche Kirche als eine der unfähigsten bezeichnet hat. Ein Baustopp, ein Überdenken oder zumindest Überarbeiten des Projekts in der östlichen Nachbarschaft sind spätestens jetzt angebracht. Handeln Sie endlich. Vielen Dank.